Hallo und herzlich willkommen hier bei Düsseldorf Dortmund L. Ich hätte eine kleine Frage an euch. Also an zweimal kommen diese S-Videos noch nicht so gut an, muss ich sagen. Da habe ich halt vor, dort weiterzuführen. Aber wo die Videos nicht mehr so gut ankommen, sind diese Let's Play-Videos. Zwischendurch werde ich für ein Let's Play machen und so. Aber ich wollte halt euch fragen, wollt ihr das überhaupt bei mir auf YouTube sehen? Diese FIFA-Videos oder halt eher nicht. Weil die FIFA-Videos haben lange nicht so viele Aufrufe und die Skylander-Videos sind eigentlich auch nicht. Bei Skylander, das würde ich gerne zu Ende führen. Das müssten ungefähr noch 2 Kapitel sein. Aber auch selbst die Skylanders, da habe ich zum Beispiel jetzt das letzte Video, das hat nur einen Aufrufer. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich weiterführen soll. Und wenn ich jetzt halt die anderen Videos gucke, mit denen, wo ich jetzt gegessen habe und so, das ist deutlich besser angekommen, als wie jetzt das. Und zum Beispiel jetzt hier diese Chips, hat 66 Aufrufe. Oder das mit den Süßigkeiten aus der USA hat 30 Aufrufe. Wenn ich dann rübergehe auf das letzte FIFA-Video, also jetzt das von Livestream, das ich lösen musste, sind vor 2 Monate und hat 6 Aufrufe. Ein Skylander-Video hat auch 6 Aufrufe, auch vor 2 Monate. Ein anderes 5. Dann ein FIFA-Video mit den HSV. Hat 3 Aufrufe und so alles. Da hat zum Beispiel auch ein Skylander-Video nur mit 1 Aufruf. Und da wollte ich halt euch fragen, soll ich das überhaupt noch weiterführen? Weil für mich ist da auch sehr viel Zeit, die ich da verbrauche. Übrigens, wenn ihr euch mal fragen solltet, mit was ich überhaupt die Kamera festhalte, das ist mit diesem guten Stück hier. Hier kann ich hier mein Handy dranhalten und dann klappt das alles. Kann ich irgendwo hinstellen. Ist auch nicht ein gutes Stück. Und ja. Und ich werde auch noch ein Ranking-Video machen übrigens. Und ich hatte auch noch geplant, weil auch andere Süßigkeiten zu bestellen mal. Aus anderen Ländern, nicht nur jetzt aus England und so. Also nicht England, USA. Oder hier diese Chips hier. Und zu sagen, so auch ein Ranking mal rauszumachen mit den ganzen Süßigkeiten. Zwar ist bis jetzt mal, kann ich ja machen, die hier auf Platz 0. Weil, wie ich schon sagte, hat nach nichts geschmeckt. Ja. Mehr kann ich jetzt auch. Also, ein bisschen Plan kann ich auch so mal sagen. Ich werde auch. Also, Blended Coaster zum Beispiel auch ein bisschen zwischendurch live streamen. Oder halt ein paar andere Videos. Aber wenn ihr jetzt sagen, die FIFA-Videos nicht mehr sehen wollt, werde ich das dann abhaken und keine FIFA-Videos mehr machen. Vielleicht zwischendurch mal 1-2 Videos, aber nicht mehr so wie vor ein paar Wochen, also besser gesagt vor 2 Monaten, wo fast jeden Tag ein FIFA-Video kam. Weil das bringt mir am Ende nicht viel. Ich nehme dafür sehr viel Zeit dafür. Und auch ein Spruch, um halt so ein FIFA-Video zu machen, und das mache ich dann halt fast so sagen jeden Tag. Und da wollte ich halt euch fragen, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ich denke, dass ich zum Beispiel die DDL Let's Play-Reihe weiterführe mit den Vereinen und mit vielleicht Dortmund und so, aber ich werde die jetzt dann auch nicht mehr so häufig machen. Planet Coaster weiß ich noch nicht genau. Muss ich auch mal gucken, wo die Aufruferzahlen sind, okay. Also Planet Coaster werde ich wahrscheinlich weiterführen. Mal zeigen, die Aufruferzahlen. Also sehen kann. Irgendwie ist bei mir die Handykamera nicht ganz so gut, was mit Helligkeit vom anderen Handy zu tun hat. Da zum Beispiel jetzt Teil 3 21 Aufrufe und das war vor 8 Tagen. Ja, da gucken, wie ich
noch ein bisschen dann. Auf jeden Fall wird dann halt keine FIFA-Videos mehr kommen, keine Rocket League-Videos mehr und Fortnite. Zwischendurch vielleicht mal ja, aber eher nicht. Dann der zweite Channel von mir mit Freizeitpark DDL 2 LWS. Werde ich jetzt auch ein bisschen gucken, dass ich da Werbung mache. Dass auch der Channel ein bisschen vielleicht größer wird. Weil bis jetzt, ja, tut er auch nicht wirklich wachsen. Jetzt sind seit langem 19 Aufrufe. Also, wer ein Fan von Freizeitparks ist und auch mal auch andere Videos im Netz, habe ich auch nochmal andere mal gemacht, sehen wollt und so und halt ein großer Freizeitpark-Fan ist, dann würde ich diesen Channel auch euch empfehlen. Freizeitpark DDL 2 RWS. Ich weiß übrigens auch gar nicht, ob das Paar aufgefallen ist, aber mein YouTube, der Hauptaccount hat sich jetzt auch verändert. Etwas. Hier mit hier oben. Habe ich mal versucht, so einen DDL-Schriftzug in schwarz-rot zu machen, aber hat am Ende nicht ganz so gereicht. Kann vielleicht einmal zeigen, wie das uns aussehen sollte. Kurz mal gucken. Hey, kann ich ja gar nicht. Sehr also Handy. Egal. Ja, so, und hier wird es dann. Also, für die, die halt Freizeitpark-Fans sind, wird dann halt. Gibt es auf diesem einen Channel dann auch Videos von mir. Wo ich sogar teils auch aktiv bin. Und ich sehe gerade, die Aufrufzahlen sind sogar ordentlich. Zum Beispiel habe ich jetzt während der Fahrt die Krake mal so ein Video gemacht. 41 Aufrufe. Oder ein anderes mit einem Kindern in K 16 Aufrufe. Ein anderes Silverstar mit 23. Also wenn ihr auch da ein bisschen mit Freizeitparks unterwegs seid, kann ich euch den Channel empfehlen. Ich kann den auch in der Videobeschreibung verlinken. Ja. Weiß zwar auch nicht, ob man das im Hintergrund hören kann. Da habe ich ein bisschen jetzt halt auch hier die PS4 an. Und ich wollte jetzt auch nicht das Video echt zu lang machen. Ich sehe schon, das Video geht fast in 8 Minuten. Deswegen werde ich jetzt auch das Video beenden. Halt mit halt der Frage, soll ich überhaupt FIFA oder allgemein jetzt Let's Plays überhaupt noch weiterführen? Oder soll ich es lieber sein lassen? Und vielleicht eher oder halt, dass ich zwischendurch mal ein, zwei Videos mache. Mit Let's Plays und danach halt nicht mehr eine Zeit lang und dann wieder halt ein, zwei und so. Also nicht mehr so häufig, weil ich sehe das halt von den Aufruferzahlen her. Dass das Let's Plays nicht dann so gut ankommen. Und ja, das will ich dann halt abschließen. Weil ich will halt natürlich gucken, wo bekomme ich die meisten Aufrufe und wo halt nicht. Und wenn halt die ganzen S-Videos und zum Beispiel jetzt bessere Aufrufe bekommen und die Let's Plays überhaupt nicht, dann würde ich natürlich halt die Let's Plays abhacken, beenden und so. Deswegen wäre es nett, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt, soll ich noch FIFA weiterführen oder Rocket League, Fortnite zwischendurch mal und so, oder soll ich das lieber sein lassen. Das war es jetzt auch wieder von mir und von diesem Video. Ciao und bis dann.